BTE7274 Autotranskription. Nur für MIL-SRS, okay, OP 2017. Lage, gewaltige Energiefreisetzung auf Taifun geordnet. IMC Ares Divisionsfunk abgefangen. Unbekannte archäologische Entdeckung. Mission, Anlage auf Taifun infiltrieren. Informationen sammeln, Energiequelle finden. Meldung bei Commander Sarah Briggs. Kommandeur? Ah, das ist schon die andere Seite. Ein Klick, bitte. Tut mir leid, Alice. Was habe ich jetzt? Achso, jetzt habe ich hier. Wirklich? Achso, es ging die ganze Zeit um Anderson in den Logs. Alle Mitarbeiter und Forschungsteams möchten sich aufgrund einer geringfügigen Sicherheitsverletzung bitte zur nächstgelegenen Sammelstelle begeben. Bitte bewahren Sie Ruhe und wenden Sie sich mit Fragen an das automatisierte Sicherheitspersonal. Bewegung, überprüft die Sektoren! Oh. Ups. Man sollte sich nicht mitten im Feuer zurück teleportieren. Ah, oh, deswegen. Ach, ich bin direkt runtergefallen in das. Alle zivilen Mitarbeiter und Forschungsteams möchten sich aufgrund einer geringfügigen Sicherheitsverletzung bitte zur nächstgelegenen Sammelstelle. Und das Ornat gab es das ja auch neulich. Ich habe einige meiner KI-Funktionen auf das Gerät übertragen, um die Kommunikation trotz Zeitverschiebung aufrechtzuerhalten. Sein Ernst? Ja, genau. Ich adaptiere mal eben kurz das kleine Zeitreisegerät, was du da gerade vor 2 Sekunden gefunden hast. Und ich bin natürlich gut genug, um das direkt zu adaptieren. Das ist für die Zeitreise von -2 Wochen. Gibt es hier in der Vergangenheit noch was zu finden? Das ist doof in dem Sinne, dass ich jetzt alle Räume doppelt absuchen muss, ne? Hab ihn zuletzt in der Nähe der Wildtierforschung gesehen. Evakuiert die restlichen Eierköpfe und treibt ihn in die Enge. Irgendwie, der Käfig könnte ruhig ein bisschen größer sein für die Viecher. So, der Schalter ist, Hallo. Was haben wir hier Schönes? Achso. Was haben wir hier noch Schönes? Munition. Wildtierforschung. Das heißt, die Roboter scheinen irgendwie harmlos zu sein, ne? Warte mal, kann ich. Warte, ich muss mal kurz was gucken. Okay. Soll ich das hier machen? Okay. Ja, verdammt. Die Tür kommen hier so nie wieder. Kann ich mich irgendwie in so einen Käfig reinstellen? Die sind leider alle zu schade eigentlich. Ah, doch mal hier, in den Käfig kann ich reingehen. Moment. Das ist schon sehr witzig. Tschüss. Schön. Vor allem kann ich ja noch eine Sekunde später noch sehen, wo die Typen rumstanden. Na gut. Ha. Das Ding ist, wenn ich jetzt selber hier in die Vergangenheit reise, also. Das verändere ich nicht die Vergangenheit selbst, was ist jetzt mit Anderson? Oh, das sind die R97, ehrlich? Ist das nicht bei. Ist das hier Schnellfeuer-MP? Ach, das ist das Teil wieder, okay, gut. Das heißt 2 MPs bei. Die R97, die K war nicht das Bessere, ne? Ja, nehmen wir das hier mal so mit. So ist ganz gut, glaube ich. Haben wir hier noch Schönes? Achso, wir können ja mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Wie ist das möglich? Achso. Bitte die Finger von den Geschützen lassen, Freunde. Das würde ich sehr begrüßen. Ach, jetzt sind wir hier. Oh, ach, das ist wahrscheinlich genau. Ne, warte, aber. Double Take? Doppelschuss schafft. Ja, wie komme ich hier wieder raus? Das ist die große Frage. Ich bin jetzt ja gerade in dieser komischen Grube drin, ne? Achso, ich kann natürlich einfach die Wand hochrennen. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich sehr. Oh oh. Aber muss ich die Wand hochrennen, denn im Sprung die Zeit ändern. Altens! Witzig. Schöner Konferenzraum hier.
Und Laptop. Die Rucksackbombe. Die Rucksacklagen sind echt schon. Der Laptop neue Informationen jetzt für mich? Nee. Anscheinend hat sich niemand die Zeit genommen, irgendwas daran aufzunehmen. Sie fragen natürlich, ob Andersons Rumspringen der Zeit vielleicht genau die Katastrophe ausgelöst hat. Oh, Freunde, ja. Nicht rumnerven. Vor allen Dingen, vergeht Zeit zwischen denen? Nein, es vergeht keine Zeit zwischen meinen Sprüngen. Also, die Zeit geht immer nur da weiter, wenn ich das mache. Tagebericht, wie sieht's aus? Wir kriegen ihn raus! Hab sie nicht erwischt! Der Seite der Realität habe ich leider auch. Aua, wie schnell sind die vier denn? Das finde ich ganz cool, das Ding hier. Leider ein bisschen wenig Muni dafür. Ich nehme nicht an, dass hier irgendjemand noch Munition für meine Waffe bei hat. Ich habe halt immer ein bisschen Angst, dass ich mich in einen soliden Raum rein teleportiere, wenn ich das hier mache. Beta 4, bitte kommen. Beta 4, wie ist Ihre Position? Meine Munitionslage könnte besser sein. Oh, was ist das da oben schön? Nichts? Schwere Enttäuschung. Noch höher? Wo will ich hin? Achso, da hinten ist ein Helm. Ah. Ja. Schön, dass sie direkt wissen, dass es ein Pilot ist. Ohne Mech. Warte, ändern. Moment. Ah. Das ist mein Plan. Ich bin einfach auf der falschen Seite der Realität. Na gut, das hätte ich so einfach haben können. Na gut, die Wand ist super sicher. Wir machen weiter. Der Test muss abgeschlossen werden. General Mahler. So, naja, Tipp. Ah ja. Ich hätte gedacht, dass dieses Glasdings hier, wo ich gerade drüber gelaufen bin, kaputt ist auf der anderen Seite. Was Neues hier noch? Würdest du mit der Drohne ein komisches Vieh sein? Ein Teil von Andersons beschädigtem Protokoll könnte hierfür relevant sein. Aktiviere Wiedergabe. Andersons Protokoll 341. Die IMC hat tatsächlich etwas entdeckt. Etwas, das Raum und Zeit falten kann. Sie haben das Ding garantiert nicht gebaut, aber sie reaktivieren es. Was immer sie vorhaben, es könnte eine Katastrophe auslösen. Das, was? Slave Camp? Das ist, Space Fault Inductor. Also, die riesengroßen kaputten Ringe draußen sind also nicht... Na gut, Eine Fasse. Was gibt es auf der Seite hiervon noch? Vielleicht noch andere Waffen? Nein. Dann wird's auch in die Zeit. Tür. Das Modell hat ziemlich gut überlebt, außer dass die Fahnen alle sind. Aus. Decke? Freunde, wo geht's denn hier weiter? Achso. Noch in die Richtung? Aber die Tür da hinten war doch kaputt. So. Das heißt tatsächlich Leute erschossen, das wollte ich gar nicht. Ach, Menno. Wie macht der Lade jetzt testen? Eine zweite Chance kriegen wir vielleicht nicht. Zulu 6, bereiten Sie die Lade für die Verlegung vor. Okay. Sechs Pilotenhelme? Oh, verloren. Ach, da unten sind die Leute. Nach hinten sichern!
Ah, verdammt! Die Bombe ist leider in der falschen Welt explodiert. Ups. K haben wir schon, Flatline haben wir auch schon. Ach, großer Spaß hier. Wie brennt das hier überhaupt noch? Was ist das? Also Piloten haben Jump Kits. Das ist ein cooler Raum hier. Ist das die einzelne Simulations... Nee, das wäre ja Quatsch, wenn sie die noch... Wer würde denn so eine komische Karte machen dafür, aber... Es baut das Ding da hinten. Wie sieht denn das hier hinter aus? Quasi noch genauso aus, dass die Kugeln ist. Nee, die Kugeln sind genauso kaputt. Hm. Achso, hier ist das nächste. Protokoll 342. Die Energiequelle der Faltwaffe wird die Lade genannt. Hm. Sieht nicht so aus, als hätten sie das Gehäuse perfektioniert. Nicht. Hier ist nichts. Die Lade muss woanders sein. Anders Nord. Hm. Wofür sollen bitte schon diese komischen Kugeln, die hier rumstehen, gar sein? Das kann, mir auch keiner erzählen, dass sie in ihren tollen Militärforschungskomplex irgendwie nur so ein bisschen Kunst hingestellt haben. Shadow, S.O. Ah, ist ja schon mal tief. Gerade transferbereit und unterwegs zur Testkammer. Kommt die denn her? Irgendwie kriege ich hier gerade Besuch. Hey, da das Transferbereiten. Das ist das Ding hier oder was? Ah ne, jetzt wäre nicht da, wenn es da durchfahren würde. Hä, wer seid ihr denn? Egal. Hm. Strange. Und schöner Moment im Darm. Was ist das? Die werfen. Die Roboter werfen die Drohnen? Was ist das? Haben wir hier noch Spitfire? Gibt es in der Vergangenheit noch was Schönes? Irgendwelche Audiologs noch? Nö. Ich kriege nur so ein paar Viecher um. Was haben wir hier schon? Das Tick. Achso, das setzt aber die Rucksackladung an. Nee, denn. Denn nicht. Äußere Ringe aktivieren. Testsequenz beginnt, sobald die Lade in Position ist. Die Frage, die sich mir stellt, ist, in welche Zeit ist denn, wenn Anderson das gleiche Gerät hat, hat denn das Gerät nur immun gegen die Zeitsprünge gemacht, also gegen diese Zeitverrisse, die von damals zu spüren waren? Oder ist er in eine andere Zeit gesprungen? Weil die meinten ja, der hat eine besondere Tarnvorrichtung, haben mir die Logs gesagt. Ich dachte ja, es geht um mich, weil ich da aus dem Abend mal reingestolpert bin. Aber... So wie ich das angehört habe, war das ja nicht ich, der da wieder zurückgestolpert, nicht zurückgestolpert, sondern Anderson. Der muss ja trotzdem für irgendeine Zeit hinterher gesprungen sein. Oh, hier ein Iris-Scanner. Den werden wir auch nicht brauchen. Achso, jetzt kann ich hier. Ah ja. Schön. Wirklich? Boah, das ist doch so ein Kotzen. Gerade kurz gucken, ob sich das lohnt, auf die andere Seite rüberzuspringen. Welchen Sinn haben bitte schon diese Plattformen, die hier mitten in der Landschaft stehen? Ist das jetzt die Matrix? Ein bisschen kommst du so vor. Achso, ich soll den kompletten Weg springen. Nee, das geht doch nicht viel zu weit. Eine Waffe. Warte mal, das sind. Da sind Leute drin? Das ist eine Frau? Das ist ein Typ? Die haben Vitalzeichen? Warum werden die Leute hier aufbewahrt? Warte mal, hier haben wir ein Anderson-Protokoll. Ich dachte, wir kriegen... Achso, das war nur so ein anderes Ding. Okay. Das ist ja voll der Troll-Move.
wenn die letzte Plattform einfach... Wenn die letzte Plattform einfach nicht da wäre. Ich springe einfach zum Nachladen wieder in die Vergangenheit zurück. Zukunft. Gegenwart. Wie auch immer. Von hier aus könnte ich auf jeden Fall rüber. Das bin ich aber noch gar nicht. Ist das ein stehbarer Boden? Ja. Ach, hier ist noch eine Treppe. Dann mal zurück. Oh, hier sind gar keine. Ach, hier sind welche. Ah, nur einer. Was ist hier weg? Ich guck mich halt nur um. Das ist halt so gemein. Oh, er teleportiert sich einfach auf einmal hinter mir. Ja, hinter mich. Nein, lass mich. Na gut, dann wollen wir mal rüber. Ah, gibt es hier ein Deck? Ach, das. Achso, hier hat das Ding Strom. Ah, dann ist das für mich. Ist das wohl keine Option. Mehr Leute. Warum haben die hier so massig Leute eingefroren? Oh, das ist euer Ernst! Oh, das wird ja immer schlimmer hier. Oh, da hinten ist nur noch ein Helm. Oh, fuck. Nein! Oh, jetzt geht's los. Ich glaube, es fängt an. Oh, ich hab den scheiß Helm gekriegt, aber leider nicht gehalten. Okay, da brauche ich aber mehr Koordination für, oder? Lade erfolgreich zu den Fallwaffenringen verlegt. Starten den Testlauf. Habe ich den Helm? Die Ringe an meiner Position enthalten sehr viel Restenergie. Dies war die Zielposition der Lade. Andersons Plan beinhaltete eine Aufklärungsmission in unmittelbarer Nähe des Zentrums der aktiven Ringe. Tja. Bin ich da drüben auch wirklich sicher? Nein, aber ein wahrer Milizpilot geht für das Wohl anderer Risiken ein. So wie Major Anderson und Captain Estemosa vor ihm. Also die haben die Ringe gefunden, ja? So, ich habe meine Brücke aktiviert, sehr schön. Ach toll, jetzt ist die Brücke ja hier auch da. Ach, umsonst die Mühe macht ihr hier links und rechts zu straven. Hallo. Ach schön, das hat sich nicht geändert. Was? Was ist hier los? Ach so. Okay. Okay. Wird immer besser hier. Na denn? Hui! Zack! Oh, ist euer Ernst? War ein Test. Ein gottverdammter Test. Das eigentliche Ziel ist einer unserer Planeten. Harmony. Außerdem haben sie die Zeitachse verlagert. Ich muss sofort Sarah informieren. Die Zeitachse verlagert? Der Mond? Ein Schritt weiter. Ich hab den letzte Aufnahme. Cooper, basierend auf Ihrer Erkundung habe ich vielleicht einen Plan. Wir treffen uns draußen. Mhm. Ha. Sehr schneebisch hier. Ach so. Also wir sind quasi nach Anderson tot, also ich auf der anderen Seite erschienen. Weil der Typ liegt ja jetzt da noch drauf rum.
Ah, warte mal hier. Moment, wir können noch ein bisschen was lesen hier. Faltwaffentestung geben. Test die Falttechnologie Maßstab 1 zu 6. Prüft das endgültige Gehäuse, sie sind in der Ladefeuertest, zerstöre den das Mondziel. Hypergraph-Wellenstrom, Raumfaltenreise. Umgegner Wellenstrom, Mondziel Ortros. Hauptmond von Typus. Also das ist. Seit. Die Waffe. Aber das ist ja ziemlich lokal. Wie willst du die denn so woanders einbieten, wenn das nur auf dem Planeten hier funktioniert? Mir hat sich immer noch nicht so richtig ergeben, warum die irgendwelche Leute eingefroren haben. Achso. Schön, dass das noch funktioniert. Meine Fresse! Achtung! Aus qualifiziertes Sicherheitspersonal wurde in allen zivilen. Das passiert trotzdem, Mist. Bitte tragen Sie Ihre ID-Karten gut sichtbar, um eine versehentliche Terminierung zu vermeiden. Jaja, gewiss doch. Ups, Alter. Ja, das war ja zum Glück gerade gar nicht verwirrend. Ja, war dann ganz witzig. Ja, aber diese sich in sich drehenden Ringe sind übrigens auch eine beliebte Trophäe, habe ich das Gefühl. Ja, die gab es in Event Horizon auch. Da waren die genau das gleiche. Mehr oder minder. Aber, naja, so viel dazu.